Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Ja, und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrichst und die Nacht. Und für alle, die es noch werden möchten, können, sollten oder leider Gottes dazu gezwungen werden, man weiß ja wirklich nicht. Alone in the Dark, The New Nightmare. Ja, 2 Tage ist her. Zeit für einen neuen Part. Part Nummer 14 müsste das jetzt sein. Im letzten Part und die ein oder zwei Parts davor haben wir ja dezent mit einem fliegenden Wesen, was mich so ein bisschen an Star Wars erinnert. Ein fliegendes Wesen, was mich ein bisschen an ein fliegendes Wesen erinnert hat. Ja, es hat mich so ein bisschen an ein fliegendes Wesen erinnert. Und es war ganz, ganz schrecklich hier. Und deswegen haben wir jetzt nochmal nachgespielt und haben im letzten Part dieses fliegende Wesen erwürgt und voll heimtrat. Und jetzt ist es tot. So, da geht's in die Bib und jetzt gehen wir wieder in die Lobby. Gell? Jetzt müssen wir nochmal schauen, wie wir in die Lobby kommen. Genau, wir haben beim letzten Mal gesehen, nachdem wir die 4 Bücher in die richtige Position geschoben haben, dass also dann wurde uns wieder diese Bilder in der Lobby angezeigt. Ich finde, es hat was. Ich glaube, da diese Doppeltür, oder? Die stiegen da auf irgendwie hier. So ein ungutes Gefühl. Wir sind auf Caution, wir haben kein Dingsbums. Ja, Leben am Limit. Es ist wirklich so. Deshalb hätte ich gesagt, wir holen uns jetzt dann noch die... Stimmt, ich kann heute gar nicht... Schlüssel. Ich kann heute gar nicht diesen Witz machen. Das war übrigens die Statue, wo man noch einen Zahlencode eingeben kann. Mhm. Ich kann dieses Mal gar nicht den Witz machen mit beschränkter Munition wie letztes Mal. Stimmt. So, denn deinem fantastischen Nachspielen ist es zu verdanken, dass wir ja ein bisschen was haben. Möchten Sie den Porträtmechanismus aktivieren? Na schon, oder? Was sagst du? J. Also wir haben einen Schlüssel. Eine Waffe und ein Schlüssel. Sie nehmen einen kleinen Schlüssel aus Bronze. Das war klar. Sie nehmen eine... Das ist dann, glaube ich, für die Vollkiller-Viecher. Wir haben beim letzten Mal ja einen Ausschnitt, einen weiteren gelesen, wo irgendein Wissenschaftler 100%. Davon geschrieben hat, dass Licht, sprich Strahlenwaffen, sprich Star Wars, sprich Pew Pew, einen gewissen schädlichen Einfluss auf manche Kreaturen hat. Und genau das wird wahrscheinlich nur passieren. Viel Spaß. Danke, das passt schon. Jetzt werden die Viecher wahrscheinlich immer stärker und größer, böser, tödlicher. Fihali. So, die Frage ist natürlich, was jetzt? Ich weiß nicht mehr genau warum, aber irgendwie sind wir ja zu der Büste gekommen. Ja. Alter. Und nicht zu vergessen, nochmal die wichtigste Entdeckung zu bemerken. Eine Marmorbüste, recht neu. Wir können hier am laufen. Am Sockel der Büste befindet sich ein Mechanismus. Ah, stimmt, das war das. Tja. Noch recht neu. Ich habe den Code nicht. Mir ist nämlich eine Idee gekommen. Wow. Ja. Ist aber nicht ganz mein Verdienst. Ich habe nämlich irgendwo, wie ich mich durchforstet habe, wie wir gesucht haben wegen den Munitionen suchen,
ist irgendwo was vor einem Spiegel gestanden und dass der Spiegel was reflektiert. Und wie man da jetzt, habe aber nicht mehr genau gewusst, haben wir gedacht, gut, vielleicht optional oder auch nicht, wie wir da jetzt aber gewesen sind, ist man auf einmal gekommen, der Spiegel ist da. Dann sieht man da unten dieses Hin- und Herschieben, also diese weiße Spur, und dann haben wir gedacht, es war doch möglich, wenn man das jetzt da einfach verrücken kann und im Hintergrund ist was. Nur, weiß nicht, es war halt vielleicht auch möglich gewesen, dass da dann einfach ein Schlüssel steht und wir dann wieder hingehen müssen. So. Aber solche Spiegel und sowas, das ist nicht umsonst in solchen alten Spielen. Heutzutage ist es ganz normal, dass Spiegel einprogrammiert sind, dass man sich selber sieht oder dergleichen. Das ist ja aber für die damalige Zeit ein Wahnsinn, also nicht ein Wahnsinn, aber doch eine Rechenleistung, sein Spiegelbild da jetzt einfach so zu umgeben. Also sowas magst du nicht umsonst. Und was machen wir jetzt damit? Naja, da sind zwei Buchstaben. H und M, kann das sein? Das ist ein dezenter Hinweis auf die Modemarke. Auf die Modemarke. Oder auf die Modegeschäfting. Eine Marmorbüste, noch recht neu. Da im Hintergrund sieht man jetzt, dass das ein sehr teurer Spiegel ist. War jetzt zu leicht, aber vielleicht ist es wirklich so. Zu offensichtlich. Alter. Jetzt müssen wir jetzt dies zu diesem netten, gut aussehenden Herrn hier. Was dieses Herrenhaus wohl gekostet haben muss und diese ganzen Mechanismen. Ja, naja, für das hat man einfach... Für sowas besitzt man halt eine Insel, Leute. Das ist jetzt ein Monster. Ja, für sowas besitzt... Naja, die Insel hat er ja recht günstig gekriegt, weil die wollte ja keiner haben. Genau. Und dann einfach mit ein paar Schiffen dann einfach das ganze Zeug her schaffen. Ich will eine Insel. Aber du musst ja rechnen, der braucht ja einen Stromgenerator und ja auch alles dann noch extra. Nix, heutzutage sind das Photovoltaikmonster. Stimmt. So. Das war schon mal klar. Sie nehmen einen kleinen rostigen Schlüssel. Und damit können wir jetzt sicher wait, ganz am... Wait. Damit können wir jetzt sicher ganz am Anfang dieses rostige... Warte. Nein, jetzt ist still. Entschuldigung. Damit können wir sicher ganz am Anfang dieses rostige Friedhofstor aufsperren. Ne? Genau, so quasi gehen wir mal komplett am Anfang hin. Na, wo haben wir jetzt überall noch Türen zum Aufmachen? Gibt's? In dem Gang haben wir noch was... Das haben wir nicht die große Tür da gleich zwischen den Bildern, die jetzt gleich hier ist? Nein, die führt in den anderen Gang. Die war am Anfang zu und wie wir in dem anderen Gang mit der mit wie stimmt, wir in der die Bibliothek gegangen, haben wir die von der anderen Seite aufmachen können. Einfach nur, dass wir jetzt da durchkommen. Nein, wir haben in dem anderen Gang noch einen Schließ, also ein Ding. Mhm. Dann haben wir noch am Dachboden, glaube ich, einen Schlüssel, weil da war ja noch irgendwas, wo wir gesagt haben, da mit der Falltüre, wo sie was anhört. Aha. Und wenn wir in Köller gingen, sind wir einmal nicht weitergekommen, wo wir nicht mehr wissen, also wo wir schon ewig nicht mehr waren. Da waren wir das letzte Mal Anfang März, wo wir da in ein Labor reinschauen oder in irgendeinen Raum reinlunzen können, was das so bei einem Sichtding. Und da sind wir nicht weitergekommen, da wissen wir aber beide nicht mehr warum. Wo wir gesagt haben, war da ein Tor, war es da einfach aus, das wissen wir nicht. Dort haben wir aber auch nichts gemacht. Also diese Dinger haben wir. Übrig. Und kein Leben. Genau. Gut, dann hätte ich gesagt, wir können es der Reihe nach machen, oder? Wir schauen in den Gang, wenn mich nicht alles täuscht, ist am Gang, dort auch dann am Dachboden. Und wenn uns das nicht hilft, gehen wir zurück, da wieder durch die Dinge rein, weil ich glaube, von derer Seite kommen wir dann in den Keller.
Wir haben jetzt eine Gang, wo wir die Ashley gesehen haben. Genau, weil beim Gang ist ja der Aufgang zum Dachboden. Genau. Gib ihm. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Und wir kennen aber... Gif him. Nee, gif him, Alter. Wir kennen aber dann auch noch irgendwann in den Keller schauen. Da weiß ich, weil da wissen wir beide nicht mehr, was da war. Also wir sind nicht weitergekommen, das wissen wir, aber wir wissen nicht mehr, warum. Weil Baum. Übrigens, schlaue Tipps in den Kommentaren können wir leider nicht befolgen oder uns daran halten, weil wir alles im Vorfeld... Genau. So, warte mal, wir müssen jetzt in den Gang. Das heißt, das war das, glaube ich, unter der... Ja, genau, wo wir gerade herkommen das, sind. Ja, das war drunter, weil da oben ist ja schon der neue Gang. Genau, und das da in das, da wo der Kosten ist, wo wir die Ashley damals gesehen haben, das ist das Schlafzimmer, wo auch das Foto steht und so, da sind wir irgendwie in den Keller gekommen. Das weiß ich noch vor März. Ja, okay. Ja. Links, genau. Glaub ich, oder war es rechts, oder was da? Ich glaube, da drunter, oder? Ja, da war es. Genau. So, und jetzt bitte, weißt du was, wir haben zwei Speicheramulette, das gönnen wir uns jetzt da, weil sonst müssen wir das dann nochmal machen. Guter Punkt. Hätte ich auch gesagt, gell? Bitte, want to speichern hier. So, wir haben, das war das letzte, das war der umsonstige, das heißt, ich hätte jetzt einfach gesagt, wir dann den überschreiben, weil bei dem Spielstand brauchen wir ja die, die Patronen. Paterone. Paterone. Isst du gern Toblerone? Ja, grundsätzlich schon. Ich gönne mir es nur selten bis gar nicht. Aber wenn es mal so weit ist, dann... Ich habe es jetzt da unlängst einmal gekauft, aber auch nur, weil es minus 50% war. Und war geil. Bevor die Schokolade, die schöne Schokolade abläuft. Ja, da muss ich mich opfern. So, wo ist da eigentlich hingegangen? Nirgends. Okay. Und da geht es jetzt um Dachboden. Na, auf die Stirn, oder? Okay, gut. Da gehen wir rein, wo es nicht weitergeht, wo Schutt und Asche liegt. Genau, und das ist da, Seitenflügel oder. Genau, und da war es im Endeffekt, glaube ich, da, wo der Schreibtisch gestanden ist, auf dem erhöhten Podest, wo der Waffenschrank war. Mhm. Bist du deppert? Man vergisst ja doch nicht alles. Wenn man nur. Wie lange haben wir jetzt Pause gehabt? Zwei Wochen? Eine Woche? Zwei Wochen, glaube ich. Ja, zwei Wochen sollte das. Sowas? Genau. Und an ein Wort, da geht es ja nicht Richtung Dach. Ja, da geht es nicht Richtung Dach. Wo ist da hingegangen? Ah, da kommen wir von der anderen Seite. Das war ja auch zu. Da kommen wir von der anderen Seite. Ich würde es nur schauen, ob es stimmt. Da kommen wir von der anderen Seite, wo man dann in die Lobby wiederkommt. Mhm. Genau. Und da geht es wohin? Nirgends. Nein, da sind ja zwei Tiere. Okay, gut, das ist versiegelt. Bitte lasst uns unsere schaurigen Spuk-Landhäuser so gruselig und so verwinkelt wie möglich machen. So unübersichtlich. Naja, schon. Und unsere Kameras hängen immer nur an festen Punkten. Das war so Stilmittel damals. Okay. So hat er als erste. Erst, da kann man Resident Evil 1 auch spielen, das ist ja auch so ähnlich. Mit ein bisschen mehr Nachhost-Action. So. Wo ist es jetzt am Dachboden gegangen? Genau, da ist ganz am Ende vom Gang. Das ist vielleicht einfach die Gegenrichtung. Hätte ich auch gesagt. Es ist mir entgangen. Es ist mir ein Brezel. Ein Brezel. So, wo sind wir da reingegangen? Da sind wir gekommen, oder? Möglich. Ich weiß es nicht. Nein, wir sind durch eine Doppeltür gekommen. Okay, gut, da war das. Das ist der. Das haben wir noch schon wieder vergessen. Das ist der, wo Schutt und Asche liegt. Der Seitenflügel. Mhm, Chicken Wings. Chicken Wings. 95% von dem Let's Play ist sowieso ein Orientierungsversuch. Gut, dann gehen wir da weiter. Da haben wir noch eine Brüste. Na gut, dann ist sie meine Statuette. So. Eine von beiden Türen war verschlossen oder versiegelt sogar. Da war die Bibliothek und da ist abgeschlossen. Na, schauen wir mal. Zwei haben wir.
Wir haben einen kleinen rostigen Schlüssel. Können Sie nicht hier benutzen. Gut. Wir haben auch noch einen Schlüssel aus Bronze. Gut. Dann nicht. Eh schon wurscht. Dann auf den Dachboden. Ja, da würde ich eigentlich hier, aber... Nein, da weiter. Da weiter? Andere Richtung. Von da sind wir jetzt gekommen, ne? Oder? Nein, ich glaube nicht. Warte, und wo war es da? Wir finden den Dachboden nicht mehr. Oh Gott. Ja. Aber da war es nicht. Nein, da war es nicht. Na stimmt. Wurscht, jetzt haben wir eh schon angekillt. So. Und dann tust du wieder so dann tun, wenn man kann. Dann tue ich wieder so dann, genau. Aber wir kommen jetzt wieder wo Neues hin, wo wir noch nicht waren. Und da ist die Chance relativ hoch, hoffe ich. Doch, da waren wir schon. Da waren wir schon, ja. Nein, nur ich meine mit den zwei Schlüsseln, so, dass wir wieder was kriegen. Ja, und Munition ist jetzt dann nicht unbedingt Priorität 1, sondern der erste Hilfekoffer. Ja. Wo sind wir denn jetzt am Dachboden gekommen? Das ist jetzt wieder in so ein Arbeitszimmer. Durch die Wendeltreppe, genau. Ja. Das ist dieses Eck. Da waren dieses quadratische Zimmer, genau, wo die Runde. Da war auch ein erste Hilfekoffer, was ich mich erinnern kann. Laufen kann. Nur weiter ging. Genau, da war die Eule. Das ist Cognac-Zimmer da. Genau. Wo wir gesagt haben, da schaut es auch aus wie so in einem Golfclub oder so. Mit dem Texas. Da war die. Nein, das ist auch. Die haben wir da aufgesetzt. Ja. Da haben wir auch noch eine Statuette. Ja. Da haben wir einen alten Tierprojektor, der nicht funzt, und in der Ecke steht der Speer. Na komm, dann wieder aus hier. Jupp, haben wir eh von da kommen, oder? Achso, scheint versiegelt zu sein, dann probieren wir es nicht weiter, dann wieder raus. Aber man lernt das Spiel relativ gut kennen. Also so das Haus, ich weiß nicht, mir gefällt es da. Findest? Ja. Ist ja vielleicht günstig zu haben, das Haus, weil es ein paar wertmindernde Gründe gibt, ne? Welche? Warte mal, wir sind jetzt da, die Viecher, wir sind von dort gekommen, gell? Da raus, ja. Und wo geht's da jetzt hin? Da sind wir nämlich nicht gekommen. Wo sind wir da jetzt? Das ist jetzt dieser Eckraum. Genau, also dieses Kreis. Quadratisch praktisch gut. Okay, dann suchen wir jetzt. Spuren wir nach Suchen. Er spurt nach Suchen. Mysteriös. Genau, da haben wir das Wasser gehabt. So, da haben wir jetzt einen Schrank, der leer ist. Ding, die, ding, ding, die, ding. So. Jetzt sind wir da. Wo ist der Dachboden? Da meine Uhr. Eine gewöhnliche Uhr. Achso. Ich glaube, da steht, sie ist stehen geblieben. Warte mal, sind wir am Dachboden vielleicht da im ersten Stock gekommen, wo wir die Ashley gesehen haben? Ich frage für einen Freund. Nein, ich bin mir ein, das war in dem Gang, irgendwo. Weiter hinten. Sicher? Ach. Ja gut, aber warte mal. Aber da waren wir zumindest dann schon lange nicht mehr. Schauen wir mal dort hin. Ja. Da ist jetzt auch eine Tür und ein Spiegel. Der Spiegel ist eine Tür. Was haben wir da? Da sind wir im Keller. Okay. Oder wir machen Keller zuerst. Fragen über Fragen. Und wo geht's dann da jetzt hier? Oder ist da zu?
versiegelt zu sein. Sollen wir jetzt einmal in den Keller runterschauen? Wenn wir schon da sind? Oder am Dachboden? Ich bin mir der Dachboden war mal sinniger, aber. Ja, dann suchen wir nur, das nur, weil mir der Dachboden ein bisschen vertrauter ist, wenn wir im Keller eben einfach schon länger nicht mehr waren. Du kannst gerne einen Keller machen, wenn wir schon da sind. Die ist ja nackig. Na dann. Hast du was nicht? Ja, dann schauen wir kurz in den Keller. Mhm. Wenn aber Viecher drinnen sind, dann ist es ein Problem. Dann heißt es wieder, Mama, ich brauche Munition. Dann heißt es nicht nur, Mama, ich brauche Munition, sondern Mama. Vielleicht müssen wir ihren Keller. Weil es steht ja, wir haben einen rostigen Schlüssel gefunden. Und Mamelei. Warte mal, da geht's oben. Wo geht's dann da hin? Achso, nirgends, okay. Ah, da ging es gar nicht. Das schaut aber so danach aus. Es gibt mir das Glauben, dass da weitergeht. Schon, gell? Na dann auf in den Keller. Uns hält ja jetzt nichts mehr auf, denn wir haben mit, was nicht, wie wieder sei, 30, haben wir gelernt zu laufen. Ja, besser spät. Alles nie. Das da, ne? Mhm. Okay. Möchten Sie durch das Guckloch schauen? Na gut, aber versiegelt und nicht versiegelt und nicht abgeschlossen. Mhm. Außer okay, das Brecheisen passt hier. Nice Idee, my friend. Nope. War den Versuch wert. Auf jeden Fall. Gut, dann geht's da jetzt nicht weiter. Aber irgendwas wird da noch sein, wegen. Ja. Weil man schaut da nicht umsonst rein, glaube ich. Weiß nicht, nach was schaut das aus? Gaskocher? Ja. Gut. Noch Werkzeugen, also, um die Mächte der Finsternis zu beschwören. Die Zeichen verdichten sich, wir müssen auf den Dachboden. Oder wir sollten auf den Dachboden. Dann schauen wir jetzt am Dachboden. Doc, wo geht's denn am Dachboden? Wir brauchen die Wendeltreppe. Genau. Diese ewig long, long ago. Ja, dann wird's auch dir dort in dem Gang sein, wie du recht gehabt haben. Gut, hast recht gehabt, dann schauen wir halt hin. Ich meine, du könntest natürlich die Karte verwenden, ne? Bei der Karte siehst du ja auch nur, dass du einige kannst, aber da steht ja auch nichts dabei. Ja, stimmt, das war eine unhilfreiche Karte. Nein, es steht. Also unhilfreich ist es nicht, aber du siehst halt relativ wenig. Achso, Blödsinn, wir sind nicht durch den Spiegel gekommen. So. Aber siehst, es sind zwei Spiegel bis jetzt da in dem Spiel einbaut und bei beiden wirkt ein Geheimnis hier. Ja, das Geheimnis des Spiegels fragen sich viele Leute, was das wohl sein möge in der Früh morgen aufstehen. Was ist denn mit dem Spiegel? Warum schaut er mir denn so blöd an? Was ist denn das? Na, schaust du aber in der Früh in den Spiegel? Ich meine, ich schon beim Duschen einfach was. Bist du ein Morgen- oder ein Abendduscher? Oder ein Warmduscher? Warm. Vor allem beim Kaffee. So. Irgendwo geht. Weißt du was? Wir gehen einmal ganz am Ende des Ganges. Mhm. Und gingen dann systematisch jede Tür. Die waren es einmal nicht. Da geht es in die Bib und da sind wir zuerst schon gegangen. Bist du jetzt gerade von hier gekommen oder aus der Gegenrichtung? Nein, hier weiter, ja genau. Da kommen wir aber nicht weiter, das ist schon aus. Da sind wir da wieder gut. Wo gesagt haben, nein. Ach mein, Minno. Ich sag das, wenn man weiß, wo man hin muss, kommt man das Let's Play wirklich auf 1,5 Stunden. Aber kürzen. Ja. Aber dann war es vielleicht fad. So, das ist die Doppeltür, da kommen wir jetzt her. Da können wir raufgehen. Wo geht's denn hier links? Oder war der Dachboden da?
Irgendwas sagt mir, dass wir das erst später gefunden haben. Ich weiß gerade nicht. Ich meine nicht. Aber gehen wir weiter. Ich will nur mal wissen, was da war. Da war dann das, wo wir aufgegangen sind. Also in das Patronenzimmer. Okay, aber komplett den Gatsch gehabt. Na, gehen wir weiter den Gang. Gehen wir wieder raus. Gehen wir weiter des Ganges. Es ist uns entgangen. Ich will nur nicht, dass irgendwelche Viecher wieder herkommen. Das war mir wichtig. Am Ende des Ganges. Und da ist jetzt aber nur mehr Schutt und Asche, genau. Da haben wir nichts. Aber überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Kann man das anklicken? Nein. Und noch ein Fenster. Wenigstens sind wir schnell unterwegs. Also dieses Erkunden, da sieht man wenig. Oder müssen wir zuerst einmal auf? Warte mal, wo sind wir? Wo gehen wir hier? Oh ja! Da geht es zum Durchbruch. Da ist die, Tür, okay. Da ist die endlose Wendeltreppe, wo wir gesagt haben, bist du das Zazi. Nicht mehr. Wir haben das Laufen entdeckt. Pass auf, und jetzt sind wir oben und dann... Achievement freigeschalten. So, da ist so die Zwischenstation, wo die Türe versiegelt. Okay, gut, das bringt uns gar nichts. Weil oben ist ja eine Türe, wo wir nicht weiter rumgehen können. Und man ist ein Türrüm. Aber das Spiel lebt ja quasi von dem, dass man es eigentlich auswendig irgendwann kann und dann nicht mehr so ganz weiß, wohin. Da regnet es jetzt nur. Bisschen. Da haben wir nichts. Mikes. Da ist die Ashley reingekommen. Ashley, Aliden. Sie ist selber. Diese Tür ist abgeschlossen. So. Wir haben zwei Schlüssel, ein Tier. Kleiner rostiger Schlüssel. Oh yeah. So. Und dahinter wartet uns jetzt das Grauen. Jupp. Den hätte ich jetzt nicht gesehen. Du merkst es ja schon an der Musik. Oh, da kommt auch noch was, super. Na, komm doch her. Wir laden lieber gleich noch. Komm doch her, denkst du, ich trau mich nicht. Glaubst du, ich hab Angst? Nur weil ich mit meinem dreiläufigen Gewehr zitter? Das hat überhaupt nichts zu sagen, ne? Na! Was bist denn du denn, Schlange? So, na Ruhe ist. Und du merkst das ja schon, wenn die Musik auch, gell? Und dann, wenn es still wird. So, darf ich jetzt bitte. Das war mir persönlich sehr wichtig. Einen Erste-Hilfe-Koffer haben. Man sieht es da gleich dezent, Patronen. Phosphor-Patronen. Glaubt ihr jetzt, wenn jetzt gestanden wäre, sie nehmen eine Schachtel mit Schlüsseln. So quasi suchst du aus. Genau. Ja, aber das ist Gott sei Dank nicht, weil wir sind ja erwachsen. Gut, wir sind fast auf 30 Minuten, aber das macht nichts. Wir schauen uns das jetzt noch an. So, was haben wir hier noch zu finden? Wir haben da ein Buch. Da geht es ja anscheinend noch weiter. Da blinkt was, aber wir machen es der Reihe nach. Wir sind am Dachboden. Da hinten ist das Viecher auch noch gewesen. Das heißt, wir schauen, ob es da jetzt auch noch weiter... Okay, gut, da wirst du im Gras gehen können. Dann starten wir aber doch da. Können wir da noch was anklicken. Das ist ein Kasten. Der bringt uns aber wenig. Gut.
Da hat es ja gerade noch blinkt, oder? Sie nehmen ein Feuerzeug, das heißt, wir müssen was anzünden. Das Monster unter dem Bett? Nee, das lebt ja schon immer. Das Monster unter dem anderen Bett? Das Monster unter allen Betten. Archibald Mortons. Wir prüfen das Ganze. Ein Sturmfahrzeug mit Gravur. Ja, mit Gravur. Und das... Da irgendwo was eingraviert, was man brauchen kann. Codemäßig nämlich. Aber da ist jetzt nichts, oder zumindest nicht, dass ich was erkennen kann. Wurscht. Genau, ist irgendwas Hilfreiches eingraviert, solche nützlichen Tipps wie Lauf. Du kommst hier nicht mehr weg. Du kommst hier nicht mehr weg. Da haben wir einen Kosten, da hinten leicht was. Aber es sind nicht umsonst hier die Spielerentdecker des Jahrtausends und da hinten war auch noch eine Tür. Willst erste Hilfe, Koffer. Willst du den Schritt durch die Tür wagen? Ja, muss ich ja. In dieser Folge? Gut, ich auch schon. Kurz aufmachen und schauen, was passiert. Wage den Schritt. Oder aus Cliffhanger. Ob wir wieder lange und verwirrt durch die Gegend, durch die Gänge irren oder ob sich hinter der Tür das absolute Grauen oder Blauen, man muss auch alle Farben mal erwähnen, da hat immer nur Grau. Das absolute Rosane. Das absolute Rosane, ob sich das dahinter verbirgt, wird sich dann in der großen Folge 15 Weisen in Alone in the Dark, allein in der Ente, der neue Albtraum. Ja, perfekte Schlusswort, ich schließe mich dem an. Deshalb bleibt letztendlich nur noch zu erwähnen. Grüß euch. Und Tüdelü.